So, mein Freund ist gerade eben Let's Play The Last of Us und wir sind hier mit Sam und Henry unterwegs. So. In dieser kleinen Vorstadt. Moment, ich glaube, hier war er schon. Ja. War ich tatsächlich? Hier müsste es doch ganz gut gehen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal gemacht habe. Witzig. Okay. Ich glaube, ich habe das hier gemacht, ne? So ein Ziel für den Raum. Mach es mal hier. Ah, wieso nicht? Komm, machen wir das mal und dann hier bei der hier. Machen wir die Schussfolge. Den Rückstoß. Hey, ein Zielfernrohr. Was ist das? Oh, das ist ein Eiswagen. Ein Eiswagen? Ja, Henry hat mir das erzählt. Sie haben dort Eis verkauft. Das stimmt. Der Wagen fuhr herum und spielte laute, schrille Musik. Und Kinder kamen und kauften sich Eis. Du verarschst mich da gerade. Ehrlich. Mann, das war eine seltsame Zeit. Sag ich doch. Ja. Der Eiswagen. Stimmt, hier mal schon. Ich erinnere mich, da hatten wir auch schon über den Eiswagen gesprochen. Pillen. Oh, hat sonst noch jemand Hunger? Ja. Hey, Leute. Mach mal einen Funkturm Pause. Okay. Okay. Am Funkturm. Müssen wir erstmal hinkommen? Da sterben wir unterwegs. Dann haben wir keine Pause gemacht. So. So. Oh. Ah, da, beleben Notiz. Eine offene Tür. Mehr war nicht nötig. Einer von uns hat vergessen, die Tür zu schließen. Und eine Horde dieser Monster ist in unser Lager eingedrungen. Wir haben sie dort eingeschlossen und außen eine Warnung angebracht. Susan. Susan und einige Kinder sind bei mir. Soweit ich weiß, sind wir die einzigen Überlebenden. Ich musste Susan aufhalten, damit sie nicht wieder dort hineinrennt, um die Leichen zu holen. Es ist zu gefährlich. Sie hat ihre Kinder verloren und ich habe keine Ahnung, was ich hier sagen soll. Am liebsten würde ich aufgeben. Es wäre so einfach, sich dieser Welt zu ergeben. Aber ich kann es nicht. Ich glaube zu sehr an die Menschheit. Ich habe gesehen, dass wir immer noch zu guten fähig sind. Wir können es schaffen. Ich muss stark bleiben. Für sie. Ich. Der gute Ich. Der glaubt noch an das Gute im Menschen. Während alle anderen aufgeben. Kombination erforderlich. Die muss dann ja hier irgendwo sein. Ich meine, in dieser Wohnung hier. Logisch. Irgendwo hier. Streichhölzer. 8, 21, 36.
8, 21, 36. Okay. Gucken wir mal. Zack, 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 zack. Müssen wir nur nicht von den Code merken. Macht einfach von alleine schon. Auch nicht schlecht. Hey Sam. Vorsichtig. Hm? Okay, ich zuerst. Was ist denn? Wieso ich zuerst? Du stehst doch hier. Naturtalent. Glück. Nein, was nicht? Eines Glück. Ha! Okay, hau jetzt ab, du Angeber. Und nochmal. Fuck! Furchtbar. Okay. Unentschieden. Nein, nein, nein. Ich hab dich fertig gemacht. Was meinst du mit fertig gemacht? Das ist doch unentschieden. Ja, okay. Okay, cool, hab ich auch. Mann, war das peinlich. Es kommt der Tag, an dem Kinder wieder Kinder sind. Gehen wir. Jupp. Platz da. Jetzt komme ich. So. Da vorne ist der Funkturm. Ich kann ja vorher zu sehen haben zum Einsammeln. Wir könnten ja nochmal zurückgehen. Gucken. Waren wir eigentlich hier schon drin? Nö. Alles einsammeln, meine Freunde. Alles. Keine Gnade, die man einsammeln. Zack. Vaters Notiz. Kara, du bist der Mann im Haus. Solange ich nicht da bin, pass auf deinen Bruder auf. Er will jetzt von dir beschützt werden. Ich werde nur ein paar Tage fort sein, um Essen und Vorräte zu sammeln. Sollte ich aus irgendeinem Grund nach einer Woche nicht zurück sein, nimm deinen Bruder mit in die Quarantänezone von Pittsburgh. Öffnet niemanden außer mir die Tür, spart eure Kugeln. Wenn ihr fortgehen müsst, bewegt euch unauffällig und schnell. Setzt deine Größe zu deinem Vorteil ein. Okay. Oh, der geht nach oben. Ja, die verdammte Decke kommt runter, pass auf! Und was gefunden? Oh, juhu. Dankeschön. Hält zwei Treffer lang. Der beste Dagmarkat von Klingenwerkzeug. Liebste Dauer als Klingenwerkzeug wird nicht durch dessen inhärente Haltbarkeit zum gleichen Teil auch von den Fähigkeiten des Verletzers stimmen. Ja, sag mal. Das ist jetzt nicht so wichtig. Hauptsache noch was abgrasen können. Das können wir jetzt. Dingensbummens. Ja, es ist. Unsere Nahkampfwaffen, die wir verändern können. Halten jetzt Vorschläge aus. So. So, nicht anders. So, ich gucke hier hinten nochmal. Und Stein. Noch ein Stein.
Spielplatz. Sehr liebevoller Spielplatz. Aber naja, mehr ist hier nicht. Gehen wir jetzt zurück. Diese hier. Die hält jetzt zwei Packen aus. Sehr schön. So, jetzt können wir auch wieder hier hochgelaufen. Ich. Scheiß Scharfschütze. Wo ist das Heli? Irgendwo da hinten. Also gut. Bleibt alle hier. Nein! Bevor es losgeht, ihr müsst ihn für mich ablenken. Ich gehe hinten rum und versuche ihn anzuvisieren. Okay. Hey, vorsichtig. Da ist er. Oh, oh. Das hat wehgetan! Okay. Von dieser Position an aus kann ich nicht. Kann ich nichts machen. Okay, dann wollen wir mal gucken. Mutter. Sie ist nicht. Ich geh mal hier durchs Haus. Ja, versteckt euch da drin. Vielleicht hilft's ja. Oh! Los doch, mach das doch mal! Fuck. Fuck. Kann ich dich denn von hier treffen? What? Wie? Oh shit. Wow, da sind ja noch mehr. Von da hinten sehen. Ich bin noch sneaky. Bam, Alter. Hier. Xe. Scharfschütze Mr. Lebowski ist persönlich. Fuck. What? What? Wo dein Haus wohnt.